Herzlich willkommen zur Weiterfahrerkarte Evo Thüringen 2.0 Version 2.0.00. Ja, wir machen weiter mit Holz. Weiter geht Ernest. Ich sag mal, alle schon mal Dankeschön fürs Reinschauen und fürs Abonnieren und für allgemein Reinschauen. Ne? Noch ein bisschen länger aushalten. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, egal was, einfach reinschreiben in die Kommentare. Ich versuche es zu. Da ist der Holz verloren. Zu ermöglichen. Was wir machen können. Künstlich was, ne? Wünsche. Ich weiß, jemand hat sich eine Maismission gewünscht auf der Marsch. Ist aktuell noch nicht gewachsen auf Mais. Aber wie gesagt, sieht gar nicht gut aus, ist noch nicht kein Mal fehlgeschlagen. Ne? Und der KI-Bau hat auch ausgesehen. Und da wollte ich ja dann in dem Falle Mais verkaufen. Dann können wir eine Maisvision machen und so ein Silo voll machen. Und halt die Fahrzeuge noch alle besorgen und dann vor allem wegen reinfahren so. Schauen wir mal, wo wir den kriegen. Irgendwas kriegen wir da schon hin. So, da sind wir. Und los. Ja, das Stück Holz liegt da noch, ne? Meter. Mal schauen, was das Meter Holz bringt, ne? Was hättet ihr? Was schätzt ihr mal? 100 Euro? 100 Euro? 50 Euro? Hm, ist drinne. Also, ich habe abgeladen und kommt da an. Ups. So, 50 Euro, 100 Euro und 50 Euro. Ich sag mal 30. Ja. Wollte ich gar nicht haben. Das ist zu klein, normalerweise kann es nicht sein. Gehen wir hier rauf. Nein, will nicht. Null. Letzter Versuch. Ja. Will nicht, gut bleibt liegen. So, nehmen wir nichts vor holen und geht los. Ne? Ja, Zeitverscheiß verschissen in den Ding hier. Aber macht nichts. Beim nächsten Mal wird gefräst, wenn man bei Gelegenheit in der Fräse in der Nähe sind.
So, Blaulicht an und los geht's. Wir sind die Feuerwehr. Gleich mitnehmen. So. Das passt. Noch nicht N. B. Früher Sommer und so kalt immer noch. Naja, es halb 8. Normalerweise 9 Grad einstellig im Sommer. Bisschen kalt. Laden aus, dann können wir weiter im Ball fahren. Nachdem wir hier den Rest gefräst haben. Nicht stolpern. Letzte Folge heute mache. Und die Folge, die noch fehlen, die mache ich morgen. Und am Dienstag, je nachdem, wie ich Zeit habe. Sollte sich gut ausgehen normalerweise. Deswegen wichtig, weil ich immer die Zeit vergesse. Jetzt haben wir zumindest die Anzeige, dass bei aktuell 8 Minuten die Aufnahme läuft. Anfangs war der bei OBS, war's nicht der Fall. Und dann habe ich mal wieder raten müssen, spekulieren, oh, zu lang, zu kurz. Zu kurz ist blöd, weil, ja, soll nicht so sein. Und zu lang ist auch nicht gerade sinnvoll. Und aktuell beginnen die Folgen alle am Samstag. Eigentlich ungünstig. Das ist ja das Problem auch mit dem Livestream. Wenn man heute machen würde, okay, wir machen einen Cut Livestream. Aber da sind die Aufnahme eine Woche ein bisschen ungünstig. Zeitlich gesehen.
schwer einzukalkulieren. Weil man selber auch nicht mehr Zeit hat. Und kann man jetzt theoretisch Samstag Livestream machen würde, dann wäre das die Folge für den nächsten Tag. Dann muss ich trotzdem noch einfach machen. Dann die Folge aufnehmen ist, dann wäre man kein Problem. Bearbeiten ist ein Problem. Bei zwei Folgen werden das 40 Minuten Bearbeitungszeit. Wo die Datenmenge zu groß wäre zum Hochladen. Was ja auch noch entsprechend unterschiedlich lange dauert. Das wird 20 Minuten. Wenn mir das Internet keinen Scheiß spielt. Heute war die Leistung nicht auf 100%. Hat es viel länger gedauert. Und wenn ich 20 Minuten hochlade und dann eine Stunde brauche, wird die Zeit nicht eng. Ja. Aber irgendwann versucht man es reinzukriegen. Da war ja auch viele Samstag andere Streams. Und dann sind sie nicht bei mir, logischerweise. Ne? Kann ich verstehen. Ich möchte auch nicht in Konkurrenz treten mit den ganz Großen. Ich guck mal heute Tag, wo im LS der Crossplay fest drin ist, Autodrive vielleicht fest drin ist im System. Wo es dann auch im Mehrspielermodus richtig gut funktioniert. Und da würden sie vielleicht zwei, drei treffen und sagen, okay, wir machen gemeinsam eine große Karte. Nebeneinander, nicht in Konkurrenz und auch nicht direkt zusammen. Kann jederzeit was er kann, beziehungsweise wie er spielen möchte. Man kann auch interagieren, also wenn theoretisch einer sagt, du musst drauf bringen, die Lage, hast du für mich was? Ich weiß nichts sowieso. Ja, also was der Händler alle zahlen soll, theoretisch, man will auch keine Vorteile und keine Nachteile. Das wäre das interessant, ne? Untereinander handelt halt, ne? Also der eine macht meinetwegen Schweine, der andere macht hier Kühe oder Milch oder Mastrinde oder dergleichen. Kann man alles machen. Und da ist das nächste Problem, wer hat wann die Zeit, ne? Bei zwei Leuten ist das schon noch leicht, Anführungszeichen. Bei drei wird schon schwer. Hat er dann zu dritt Portugal gespielt mit einem Kumpel und noch einem Kumpel. Hat man aus dem anderen Spiel, aus dem Online-Spiel kannten wir uns. Und einen Tag konnte einer nicht, weil er den Tag unbedingt einen Virus-Check machen wollte. Und hat also konsequent an dem Tag hat er nach Viren suchen lassen. Klar, wenn der Rechner jetzt auf Viren läuft, weil du könnte trotzdem noch spielen, denke ich mal. Aber ideal ist es nicht, ne? Belastet.
mein, dann lasse ich nachts suchen und nicht am Tage, ne? Oder gerade in der Zeit markieren wollen. Aber der Augenblick hat er gesagt, nee, kann ich, dann nicht suchen. So. Und das würde ja die ganze Planung natürlich spannender werden, ne? Und so ist das, je mehr sich verabreden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einer nicht kann. Im Grunde, naja, das ist ja das auch im LS so, wenn einmal nicht da ist, der Hof existiert ja weiter und wird dann entsprechend ja, sag mal, auf einmal aufgeteilt. Ne? Wenn ich hier mit Mehrspur starten würde, also Mehrspur starten würde, ach, Holz verbrauchen, das bedeutet ja, ach so. Dann, wenn ich speichere dann und geladen, dann wird, werden die Hüfte zusammengelegt, ne? Wenn jemand da ist. Und dann ist das schlecht. Weil dann wäre derjenige direkt als Solo-Spieler raus. Aber mal sehen, was das alles an der Kasse bringt. Bisher haben sie immer verbessert. Manko ist nach wie vor der Nash-Lodus. Das ist da ein bisschen zu sehr lag. Dass es da nicht die Kombinationsgeschwindigkeit zu gering ist. Warum das so ist, ja, da bin ich nicht vom Fach. Kann ich nicht beurteilen. Ich keine Ahnung von. Jeder muss sagen, jeder Rechner muss das gleiche abgleichen, was ich gerade mache, und das andere abgleichen. Und je mehr dabei sind, umso mehr müssen die Rechner abgleichen. Ne? Das dauert halt. Ne? Und berechnen, kommt ja noch hinzu. Ich meine nicht nur, dass die Daten auskaufen müssen, was ja eigentlich relativ schnell geht. Aber das Berechnen dauert ja so lange. Der Darstellung der ja, hier ist ein Baum fällt, muss entsprechend dann entsprechend sein. Ne? Muss dann der andere entsprechend auch sehen können. Das muss dann entsprechend so, arbeiten werden. In die Freunde, also, das soll es heute gewesen sein. Jetzt haben wir gleich Holz gemacht. Ich muss mal schauen, was ich gleich machen. Ich hätte noch Holz nicht. Dann seid mal Tschüss und ihr Winkel. Ciao, ciao. Und hört und sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.